So, das gönne ich mir noch. Und wir mal runter wieder zusammen. Komm mal her, mein Dicker. Wo darfst du hin? Tschüssikowski. Das Problem an der Sache ist, wenn ich die jetzt hier alle hier drin schmeiße, ja, habe ich ein Problem mit meinen Credits. Oh, fuck. Ich bekomme keine Credits. Oh, 107. Das ist aber nicht schlecht gewesen. Es ist einfach unklar. Es ist einfach nur unklar. So, nicht zu nah ran hier an den Scheiß. Übel. So. Oh, oh Gott. Okay. Schön. Kaputt gemacht. Na toll. Lokalisiere den Schuhkontrollraum. Na, gute Nacht, Alter. Das war ja hier. Gottes Willen. So, ich glaube, wir haben alle, ne? Ich muss kurz kontrollieren hier, aber ich glaube, wir haben alle. Ja, ich wollte jetzt nicht so viele halt, wie gesagt, in diese Zahnräder schmeißen, irgendwie, weil wenn die irgendwo weg sind. So, ich habe deshalb keine Credits, keine Munition, keine Sch. Wer bist denn du? Eine Tür. Und dann lass mal hochgehen. So, aktiviere die Schuhsteuerung. So, hier haben wir noch einen Drucker. Drucker ist erstmal nicht schlecht. Können wir dann irgendwas drucken? Haben wir noch was zum Drucken? So, hier vorne können wir. Steuerung. Nein, mach mal. Wir aktivieren mal die Steuerung. Mal schauen. Ach, da sind die alle einzeln drin? Okay, jetzt hat's geklappt. Oh, Gottes Willen, Alter. Bin unterwegs. Alter, das ist doch mal finster, ey. Well, hier möchte ich ja nicht einsetzen. Hier möchte ich nicht einsetzen. So, guck mal kurz, ob wir irgendwas haben, was wir verkaufen könnten. So, 200. Na, da braucht glaube ich hier ja nicht kicken. 1800, Wahnsinn. 200. Das ist doch mein Preis. Komm mal. Kofik. So, und damit haben wir ein bisschen mehr Munition. Nice. So. Und raus. Dann bin ich ja mal gespannt, wer da an der Zelle auf uns wartet. Yeah. Oh, was ist denn da drüben? Oh nein, den können wir noch verkaufen. Mist, muss ich nochmal ran. Tut mir leid.
Aber eins hat es mich gelehrt. Da trage ich jetzt nicht lange mit mir rum. Warte, loswerden kannst, werd sofort los. Flimp. Es ist so bescheuert, dass du halt diese Medizininjektoren nicht halt stacken kannst. Das würde so einfach machen. Aber das würde ja auch einfach machen. Und da haben die sich wahrscheinlich gedacht, nein. Du nicht. Du siehst nicht. So, mein Großer. Hinüber. Guck mal, er kann auch blocken. So, hätten wir's. Sehr schön. Ist natürlich cool, dass man halt wirklich immer noch diese Lebenspacks bekommt. Coole Sache. Okay. So, befreie den Häftling. Weiß ich nicht, ob ich das wirklich will. Tatsächlich. So, welcher ist es denn? Welche Ladeeinheit hier? So, bis jetzt sehen alle so aus, als könnte ich es irgendwie nicht aktivieren. So, irgendwo muss es einen Schalter geben. Oder muss ich hier diese Stase einsetzen? Okay. Tatsächlich ein bisschen strange gerade hier. Nicht hochklettern können. Aber kann ich den... Nee, kann ich nicht. So, ganz kurz noch mal schauen. Finde einen Weg aus dem Keller. Ach Gott, ja, ey. Du kannst mir auch gerne mal ruhig... Also wir sollen halt den Häftling befreien. Okay. Welchen? Und B, wie? Rufschießen? Ich weiß nicht, ob Rufschießen eine Alternative ist. Schlagen wir drauf. War irgendwie absehbar. Nee. Manchmal werden hier auch Aktionen halt nicht angezeigt. Oh, warte mal, hier. Elias, ist das wirklich die Richtige? Hey! Ah! Hol mich hier raus! Was machst du denn hier? Was zur Hölle ist los? Hast du gewusst, dass hier ist? Ist hier, die wir suchen? Hey, ich wusste nur, dass uns hier jemand helfen kann, okay? Und warum sollte ich das? So, gucken wir jetzt einfach bloß kurz, ob es jetzt weiterläuft oder ob es hier wieder crasht. Ich kenne den Weg zum Hangar. Okay, und du rufst uns einen Shuttle. Und der fliegt uns hier raus. Wir schaffen das. Wir müssen einfach nur zusammenhalten. Danke, aber ich komme allein zurecht. Aber hier noch ein Tipp. Trau ihm nicht. Er verbirgt was vor dir.
Alarm! Notfallvermittlung gestartet! Elias! Ich schwöre, Jacob, okay. Ich wusste nicht, wer sie war! Ich dachte, du weißt alles über diesen Ort! Ja, Notfallvermittlung! Und was jetzt? Dani Nakamura! Ich bin angefangen, bis die Zelle andockt! Das heißt, ich kann zur Bahn, du aber nicht! Schön! Nein, ist in Ordnung. Du musst zur Müllentsorgung, okay? Melde dich, wenn du dort bist. Ja, Müllentsorgung? Wieso? Moment, was zur Hölle ist das? Nur was Kleines, um dir zu helfen. Vertrau auf den Plan, okay? Bis später. Vertrau auf den Plan? Alter Mann, dein Plan ist scheiße. Holy moly. Das ist tief. Das ist tief, Alter. Na? Ein ekliger Rostia blutender Lüftungsschacht hinein. Das ist doch... eine Einladung für uns. Das sieht aber auch cool aus, tatsächlich, wie er da durchkriegt irgendwie. Na gut, schauen wir mal, wo wir jetzt ankommen. Erreichen die Bahnstation. Marke, das ist irgendwie, diese mit dem Kloppen und so, das ist so oldschool. Ist zwar rough ohne Ende, aber irgendwie finde ich es. Geht, Alter. Ich rufe jetzt die Bahn. Das haut nicht hin. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. In der hinteren Ecke müsste ein Schacht sein. Schön. Ach, Kinder. Elias muss man sein, verstehst du? Einfach, du wirst aus der Zelle rausgeholt, alles easy irgendwie. Musst einfach bloß am Computer rumstehen, ein bisschen rumtippen. Passt schon. Wenn wir uns hier einfach mal ein Bein ausreißen. Woran erkenne ich die Dinger? Woran zur Hölle? Wie? Hallo, was ist das? Krass. Das ist im Zielmodus gerade ja nicht mehr rausgegangen von alleine. Auch schön. Also das Spiel hat noch so das ein oder andere kleine Patch nötig, glaube ich. Ich glaube, du kannst gegen die Dinger da ja nicht machen. Das ist halt einfach... verdeihend und derb, bis du den ausgeliefert. Kannst du nur hoffen, dass du noch genug Power hast. What? Kann ich eigentlich hier die Schulter wechseln? Was war das jetzt? Oh, geht. Sehe nichts mehr. So, dann machen wir schnell mal die ganzen Dinger kaputt. Uiuiuiui, okay. Du musst auch wirklich aufpassen, dass du nicht zu tief stehst hier. Einfach nur eklig. Jetzt haben wir mal einen gesehen. Okay, alles klar. Okay. Endlich sind wir mal einem zuvor gekommen. Oh, warte mal, hier ist noch ein bisschen Gel. Schlupf.
Sehr schön. Hier vorne eigentlich? Na egal. Wir können auch hier nicht rennen auf dem Boden. Ein paar Credits. Weil wir könnten ja ausrutschen. Ah, weiß ich nicht. Gut. Ihn stört es auf jeden Fall anscheinend nicht so irgendwie, wenn er irgendwie heißen Wasserdampf in den Rücken kriegt. Aber, naja, kann man machen. So, bitte jetzt nicht wieder so ein Vieh. Okay. Wasser. Weh, Wasser. Es ist so unverhältnismäßig. Nee, weil Grad ist so unverhältnismäßig. Nope, auf gar keinen Fall. So, okay. Machen wir mal hier das Gitter raus und hoch mit uns. Okay, hör genau zu, Jacob. Der Lüftungsschacht in der hinteren Ecke bringt dich zur Müllentsorgung. Dazu musst du dich an den Robotern vorbeischleichen. Schade. Oh, schade, schade, schade. Was ist los hier? Nein, nein. So, wer drückt schneller auf die Maustaste? Oh, sieht ein bisschen aus wie Deadpool. An den Robotern vorbeischleichen. Schön. Ja, werden wir jetzt unsere erste Todessequenz sehen? Ich sage ja. So, okay, davon kommen wir nicht raus. Dann wackeln wir mal los hier. Wirken aber auch schon leicht defekt, die Jungs. Was er natürlich nicht unbedingt weniger gefährlich macht. Nein, Mann, Alter. Nein. So, dann schauen wir mal, wie er jetzt hier seine Runde dreht. Kopf des Robots jetzt anzuschießen. Okay. Oh, die Frage ist natürlich, ist er bewaffnet? Kein Signal. Einheit stillgelegt. Fehler. Okay, drei Schuss auf den Kopf. Das ist ordentlich. Kriegt natürlich nicht. Oh, Entschlüsseler. Schau mal, Alter, was ist denn das? Was ist denn ein Entschlüsseler? Bauteile, die an einer Reforge mit einem mittleren Preis. Okay, alles klar, zum Verkaufen. Ja, einfach zu verkaufen. Cool. So, schnell nachladen. Tatsächlich, ich dachte gerade, dass das ein Schlüsselelement ist, eventuell. Credits noch eingesetzt. Na, das kommen wir her, mein Herr. Was? Alter, ich bin sowas von ausgewichen. Literweise muss das Blut fließen hier in dem Spiel. Drunter macht jetzt Schofield nicht mehr. Boom. So, dann haben wir also unseren ersten Roboter auch niedergestreckt. Bin ein bisschen stolz. So, ein bisschen. Fangen für immer. Mann, Alter. Nicht. So. Okay.
hin. Fehlt mir hier noch irgendwas? Nö. Jetzt hinein! Ich hab's in die Bahn geschafft. Meld dich, wenn du beim Checkpoint ankommst. Schön für dich. Schön, find ich gut. Gut für dich. Das ist ja auch interessant. Kann ich eigentlich innerhalb der Schächte schießen? Nee, kann ich nicht. Bin wehrlos. Yay! Wehrlos! Schön. Verlasse die Station. Also, da drin gibt's eine Falle, damit die Gefangenen nicht ausbrechen. Was für eine Falle? Was für eine Falle, Mann? Elias? Elias! Ist doch nicht dein Ernst. Er sagt uns eine Falle und sagt uns nichts. Was ist das für eine Falle? Gitter rausruppen. Ja, das sieht schon nach Falle aus irgendwie. Das sieht schon nach Falle aus. Ich würde es mal nicht machen. So. Das hört sich aus. Nein, du kannst hier nicht reinklettern. Dein Ernst? Dein Ernst? Ach, wieso denn nicht? Oh, okay, sie kommt noch wieder zurück. Alles klar. Wird sie aktiviert, wenn ich einfach ein bisschen in die Mitte laufe? Ja, warte. Nummer. Die Frage wäre jetzt auch, muss ich nach oben? Geradeaus einfach nur? Ah, shit. So, Revolver-Munition. So, okay, warum hockst du jetzt? Nun flink! So, was meinen Sie jetzt mit verlasse die Station? Verlasse jetzt einfach hier nur diese Müllstation oder verlasse die komplette Station? Sind die jetzt schon im Hangar? Kann mir nicht vorstellen, oder? Elias, ich bin da, ich bin am Checkpoint. Schnee. Wow, verdammt gute Aussicht. Ja, jetzt verdammt liegst du richtig. Es zieht ein großer Sturm auf. Da wollen wir nicht reingehen. Ja, ich sehe ihn. Und den Hangar sehe ich auch. Ja, das ist unser Weg hier raus. Ja, das ist der Hangar. Ich bin früher oft angeflogen. Als ich noch ein Leben hatte. Und das holen wir dir zurück. Du musst dich nur an den Plan halten. Und deinen Arsch zur Habitatskuppe bewegen. Und wie zur Hölle komme ich dorthin? Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Vertrau mir, ich bin da. Was soll das hier? Ins Phrasenschwein. Ich habe früher dort gearbeitet. Forschung betrieben, sozusagen. Hab Aufnahmen gemacht. Die Software, die ich in deinen Chor geladen habe, spielt sie ab, wenn du dich näherst. Folge ihnen, dann kommst du zur Kuppel. Was dann? Ich hole dich an der Bahnstation ab. Easy peasy. Also gut. Easy peasy. Ich melde mich. Benning würde sagen, nein. Lemon squeezy. Das geht nicht. Du gehst nach unten, Mann. Kein Signal bis zur Kuppel. War ja klar. Gibt es noch mehr, was du mir nicht gesagt hast? Okay, beeil dich also, ja? Da sollte irgendwo eine Luke sein. Tja, hält überhaupt nicht auf unsere Frage ein. Ja, dir auch. Ha! Großartig!